Aber genug von dem. Russland entlassen, Deutschland angekommen. Ich war nur kurze Zeit hier, da hörte ich von dem Flüchtlingszug. Es kamen Menschen aus der Tschechoslowakei, es kamen Menschen von überall. Und hier fand ich wieder mein Hauptaufgabengebiet, Menschen wirklich zu helfen. Und so setzte ich mich für sie ein. Ich habe nur dabei vorsorglich das getan, wie heute für sie, den Verein, so damals das Hilfswerk der Vertriebenen ins Leben gerufen. Ich war nicht passiv, sondern aktiv. Ich habe mich mit den Flüchtlingslagern in Verbindung gesetzt. Ich habe mich um vieles gekümmert, nicht um mich jetzt zu rühmen und zu brüsten, nein, um den Menschen zu helfen, um ihm hier eine Bleibe zu verschaffen. Was dieses alleine bedeutete, brauche ich Ihnen auch nicht groß zu sagen, denn dazu gehört ein Wille, dazu gehört so viel Erkenntnis des Einzelnen, dass der Mensch weiß, wozu Gott ihm hier ein Erdenleben geschenkt und dass er hier in diesem seinem Erdenleben seine Mission, seine Berufung erfüllt. Sieh, die meisten Menschen wissen nichts mehr von all dem. Das Freimachen von Wohnungen, das Freimachen von Wohnräumen, liebe Freunde, wie ich da auf Menschen gestoßen, die auch nicht das Geringste verloren, nicht einmal ein Stein verletzt, im Gegenteil, sondern sie nur gewonnen hatten. Sie waren mit vielem überschüttet. Auch muss ich sagen, wie sie oft von sich sagen, dem Bauer hat nur der Teppich im Kuhstall gefehlt. Nein, der hat nicht gefehlt, auch davon war ich überzeugt, denn er verfügte über so viel, dass er mehr als das hätte auslegen können. Nicht, dass ich hier gegen den Bauer sprechen will, nein, aber das Herzlose in den Menschen. Sie hatten nichts verloren, sie kannten nichts von dieser Not und von dem Elend, dass Menschen Haus und Hof, ihr Haben gut verlieren mussten. Und dieses zu all dem noch unter den schwierigsten Bedingungen. Wie und welche Gefahr Menschen ausgesetzt waren, das haben Menschen hier nicht wahrgenommen. Und habe ich weiter nichts getan, nämlich tatsächlich den Menschen die Wahrheit gesagt, ihnen das Herz geöffnet, sodass auch sie ein Mitgefühl hatten, dass es die gleichen Menschen sind wie sie auch, nur mit dem Unterschied, dass hier der Mensch verpflichtet sei, seinen Nächsten zu helfen. Und so nach und nach ist es ja auch zu dem gekommen, dass der Vater Staat sich dafür eingesetzt, so nach und nach Wohnungen beschafft, bei weitem bis heute noch nicht alle. Jetzt werden Sie sagen, ja, wo hat der Gröning seine Nase überall drin? Ja, liebe Freunde, das gehört dazu, das gehört zum Helfen. Herzlose Menschen, das sind Menschen, die wirklich nicht mehr menschlich handeln können, nicht mehr menschlich sind, sondern eher unmenschlich. Und das ist nicht nur meine, sondern das ist die Pflicht eines jeden Menschen, seine Nächsten genauso aufzunehmen. Das heißt, auch wie wenn er ihn äußerlich gesehen fremd, wenn er ihn unbekannt ist. Aber eines erkennt er doch, das ist auch sein Ebenbild. Er hat doch genau so einen Körper wie auch du. Und wir alle haben doch nur einen einzigen Vater. Und wir haben alle nur ein Leben, wie wir einen Gott, wie wir einen Körper haben, wie wir auf dieser einen Erde leben.
Liebe Freunde, die Herzlosigkeit muss abgeschafft werden, denn diese hat es ja zu dem gebracht, dass die Not und das Elend so groß geworden ist.